Stillstand auf der Tunnelbaustelle unter Mexico City. Wasser hat eine Maschine außer Gefecht gesetzt. Der Frust ist groß, der Zeitplan durcheinander und es warten noch gut 60 Kilometer Strecke auf die Bauleute. Abfahrt in den Startschacht der Bohrmaschine S498. Für Herrenknecht-Chefingenieur Rolando Justa fast eine Erholungsreise, denn auf dieser Baustelle herrscht tatsächlich Normalbetrieb. Schacht 5 ist 54 Meter tief und einer von drei Zugängen zum neuen Tunnel, für die Rolando Justa verantwortlich ist. Hier unten haben wir die Maschine montiert. An dem Tunnelring dort oben erkennt man, wie hoch allein der Bohrkopf war. 7 Meter beträgt der Querschnitt des neuen Abwassertunnels. Die fertig gegrabenen Abschnitte sind bereits im Endzustand, ausgekleidet mit ringförmigen Betonelementen. Aufpassen hier! Die Maschine selbst sorgt für diese Komplettarbeit. In ihrem Schlepptau ist eine ganze Industrieanlage untergebracht. Sie befördert und montiert die Formsteine für die Tunnelwand. Akkordarbeit. Stück für Stück gelangen die vorproduzierten Betonelemente direkt an den Bohrkopf, wo sie zu Ringen zusammengesetzt werden. Sie setzen gerade den letzten Stein. Ach nein, der Schlussstein fehlt auch noch. Damit ist dann der nächste Tunnelring fertig und wir können die nächste Vortriebsphase einleiten. Das dauert vielleicht noch 5 Minuten. Sie fahren den Erektor hier herunter und nehmen den letzten Stein auf. Der sogenannte Erektor hilft, die Steine zu platzieren. Dreh- und schwenkbar in alle Himmelsrichtungen erledigt er hier unten die Millimeterarbeit. Schraubverbindungen stabilisieren schließlich den fertigen Tunnelring. Der Moment zur Weiterfahrt, die nächsten 1,5 Meter. Die Maschinenführer starten die neue Vortriebsphase. Das Arbeitstempo des Bohrkopfs, gute 2 Umdrehungen pro Minute. Den Abraum schafft die Maschine nach dem Prinzip des Kanonenschusses ins Freie. Die Tunnelbauer impfen das Erdreich vor dem Abbau mit Wasser, um sich die Arbeit zu erleichtern. Auch wenn die Arbeit jetzt läuft, zum Wunschtermin im September 2012 wird der Tunnel Ost nicht fertig werden. Ein leidiges Thema für die Ingenieure. Leute, die in den Nachrichten hören, dass sich alles verzögert, die sagen sich nicht, naja, dies oder das läuft noch nicht. Die sagen, wir haben keinen Tunnel. Die Stadt könnte wieder überschwemmt werden. Man steht da schon unter psychologischem Druck. Der Überschwemmungsgefahr begegnet Mexico City bislang vor allem mit Pumpwerken, die das Wasser aus den tiefer liegenden Stadtvierteln befördern. Chalco im Süden ist so ein Viertel. Hier lebt die Familie Mendoza, die wir besucht haben, weil sie immer wieder vom Hochwasser betroffen war. Mutter Jasmin Mendoza hat bislang allerdings weder vom großen Tunnelprojekt Ost gehört, noch ein Foto eines Bohrers gesehen. Wenn der so groß ist, kann er doch ganz vielen Stadtvierteln helfen. 5-mal höher ist die Maschine als die Menschen im Vordergrund. Das kann sich Jasmin vorstellen und irgendwie auch wieder nicht.
Herrenknecht, der Weltmarktführer für Tunnelbohrer, hat heute ein Büro in Mexico City und auch einen Repräsentanten. Er heißt Hans-Peter Kola und ist überzeugt, dass das Projekt Abwassertunnel Ost das Verkaufsgeschäft beflügeln wird. Das ist also nicht nur ein Ereignis lokal, auch nicht nur national, sondern international. Da guckt auch die ganze Welt drauf, was hier draus wird. Das ist also sehr wichtig, abgesehen von den ganzen Problematiken, dass das Abwasser aus Mexico City abgeführt werden muss, ist das ein, sagen wir mal, Projekt, das internationale Aufmerksamkeit erregt. Ein Projekt auch, das zumindest für Herrenknecht nun auf der Zielgeraden ist. Nach je 300 Metern Tunnel, so sagt der Vertrag, gehen die Maschinen und das Risiko auf die Mexikaner über. Verhandlungspartner ist die staatliche Baufirma ICA, die Bohrer weiter betreiben soll. Die Atmosphäre ist angespannt. Wer übernimmt Verantwortung für die Pannen der letzten Monate? Wer haftet für mögliche Folgeschäden? Jetzt kommt es auf jeden Buchstaben an. Wir sind am Höhepunkt des Projekts. In Deutschland bauen wir die Maschine in der Werkstatt zusammen. Da erfährt man nicht, ob wirklich alle Details funktionieren. Und es sind Einzelstücke. Man weiß nicht, wie sich so ein Einzelstück verhält in der Erde. Am Ende des Tages sind die Parteien sich doch einig und die erste von drei Maschinen ist, auch auf dem Papier, angekommen in Mexiko. Rolando Justa hat Feierabend für heute, denn da sind ja noch zwei weitere Maquinas im Tunnel unter Mexico City.